Hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 3, Folge 42. Ja, wir sind hier jetzt mit dem Codex in der Alienstadt gelandet. Tief sind wir gefallen. Wir sind auch in einer neuen Session. Und weil das ja eigentlich ziemlich egal ist, da wir da wohl auch nicht mehr hochkommen werden. Und sollen jetzt mit dem Codex zu der Maschine, die die Aliens hier gebaut haben. Welche auch immer das genau ist. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ah, so kann man das Nachladen effektiv unterbrechen. Lebt er noch? Meine Mama. Hätte man mal aufbewahren sollen. Leider nicht anheben. Bisschen zu schwer. Oh. Der lässt gleich drei Sachen fallen. Krass. Nicht schlecht. Okay, wo geht's hier hin? Kann man doch auch noch was öffnen. Was mit ihnen hier unten passiert ist, dient uns allen als abschreckendes Beispiel. Was hat sie zu einem solchen extremen Verhalten getrieben? Zu solcher Verderbtheit haben ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Dort hoffe ich, Antworten zu finden, nicht nur hinsichtlich ihres Ablebens, sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. Also da müsste noch ein sein. Bonusmission oder sowas in der Art. Das werden wir uns natürlich auch gleich anschauen. Und wie über geht's bergab? Ja, und wir sind im Übrigen so im letzten Viertel des Spiels angekommen, laut Message. Also quasi am Anfang steht dann ja immer, wie viel Prozent der Spielstand hat. 75,8 waren wir jetzt. Ja, sehr schön, dass die Bots auf jeden Fall wieder zurück sind. Den kleinen Kram hier mal auseinandernehmen. Das mal rüber. Mal ein großes herstellen. Joa, schick. So, und dann nochmal. Verdammt, reicht noch nicht ganz. Schade, schade, schade. Nachladen. Schade. Erstmal den. So. Gut. Gucken wir uns mal um. Vielleicht kommen wir zum guten. Da können wir auch nochmal reinschauen. Oh, Eliteanzug. Was ist denn der Eliteanzug? Wo haben wir ihn denn? Da, eine Eva. N7. Ach, da oben ist er doch. Da oben ist er doch. Oh. Frontkampfanzug der 401. SCAF-Division oder SCAF. Ich bin mal gespannt, wie die ausschaut. Hier. Ja. Sieht ganz nett aus. Sieht ganz nett aus. So. Gucken wir mal. Ja, gut. Das sparen wir uns jetzt erstmal. Jetzt haben wir hier. Oh, wir hatten ein bisschen was für ein Splinter Cell. Ne, hier so, im dunklen Stellen. Naja. Hier noch gespielt. Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn ich nur vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Ich musste ihm das Artefakt mit Gewalt aus seiner kalten, weißen Hand reißen.
interessantes Objekt aus unbekanntem Material, das, wie es scheint, durch Geräusche aktiviert wird. Die Zeichen sind Worte, da bin ich mir sicher. Aber ohne Mittel, sie zu übersetzen, wird sein Zweck wohl ein Rätsel sein. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich vielleicht andere Beispiele finden und die Sprache entziffern. Okay. Der soll was in der Hand gehabt haben. Oder? Oh, keine Hände. Aber das soll jemand anders gewesen sein. Das ist auch noch so ein Kopfpanzer oder wie auch immer. Das, okay. Ich glaube, wir werden hier nochmal angegriffen. Oh. Textlog. Hier nochmal was zu lesen. Das ist toll. Gucken wir mal den Rest. Und der letzte Teil. So. Das muss erstmal reichen. So, wo geht's hier hin? Tremhall. Sagt mir jetzt gerade nichts. Trem. Gucken wir mal. Ist doch optionale Artefaktlager. Ja. Ich dachte, dass hier. Was, bitte? Wer möchte da was? Halt! Ah. Schau mal. Was ist noch so? Ach, guck mal. Zack. Dann da unten noch. Das war eigentlich nicht geplant. Aua, das lebt ja sogar noch. Ich dachte, das Vieh ist tot. Jetzt müsste es tot sein. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Au! Jetzt so auf der Distanz. Ja. Scheint aber noch zu leben. Ja. Scheint aber noch platt zu sein. Na gut. Was ist das? Lampe. Das. Teil. Was war das? Textlog. Gucken wir mal. So, erste Teil. Und auch gleich der letzte quasi. So. So, er sagt mir dahin. Landen wir hier doch einfach mal. Was von Interesse? Nö. Das ist oben. Das da noch mal eben um. Ganz oben ist nur das. Okay. Da werden wir wohl gekommen sein. Muss ja, was ist das? Klong? Nichts, was kaputt geht. Okay. So, da geht's auch nicht weiter. Ja. Gut. Also Schwerelosigkeit, das ist schon geil in dem Spiel hier. Das macht schon echt Laune. Was ist das? Was auch immer. Da kommt man. Das wegdrücken. Ja, was ist das? Okay. Tschuuuup. Zack. Also da könnte man weiter. Da geht's nicht weiter. Gucken wir da nochmal.
irgendwelche schreckhaften Pets oder ich weiß es nicht. Da wird dann ja echt komisch bei. Einmal hier gerade drehen. So. So, jetzt. Ah, verdreht sich immer wieder. Irgendwo logisch. Ja, hässliches Ding. Kann man dich. Ach. Wo ist eine andere eigentlich hin? War noch ein paar zwei. Merkwürdig. Egal. Bist du weg. Hau ab. Da wollen wir lang. Hier muss das Artefakt sein. Na, kann man das nicht eher andersrum sagen müssen? Schwerkraft aktiviert. Das krabbelt hier schon wieder. Gut, also hier ist nichts. Große Stelle hier. Schon wieder Schwerelosigkeit. Okay, nice, nice. Finde ich gut. Ist nichts. Ui. Das sind Selbstschussanlagen, oder? Irgendwas. Ja. Haha. Wunderbar. So viel schon mal dazu. Da ist nichts. Da ist was. Da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwas. Da, guck mal. Oh, eine 2-2er. Das heißt, das wird dann irgendwann auch nochmal mit Clip und Schaden geben. Das wäre natürlich, also hoffe ich jetzt einfach mal, natürlich richtig geil. So, also gekommen sind wir von da. Dann werden wir wohl irgendwo da runter müssen. Jupp. Vorher nochmal alles ab. Hier scheint nichts zu sein. Ich frage mich gerade, wie die hier normalerweise hinkommen. Naja, da wird wahrscheinlich mal die eine einfach mal so Verbindungshalle immer sein. Und noch ein Fettslop. So. Jo, der erste Teil. Scroll, 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 scroll. Geht das auch nicht? Ah. Der zweite. Und der letzte. Gut. Gucken wir nochmal. Hab ich hier irgendwas? Nö. Na gut. Schon. Weiter geht's. Stimmt, da war ja noch was. Die Musik dreht auch wieder auf. Na? Kann man noch jetzt. Das ist jetzt eine sehr ruhige Folge. Quasi nichts passiert groß. Okay. Jetzt wissen wir, was in deren Sprache Krieger heißt. Schauen wir mal. Das werden wir wohl gleich
Geh mal weg, du komisches Licht, ey. Machst mich nervös. Du auch. Tschu! Ach, das ist echt eklig mit so einem grünen Licht. Können wir das nicht irgendwo umdrehen? Und hier kommen. So. Ja. Und hier alles hin. Nein! Egal. Das macht mich echt ein bisschen nervös. Besser. Oh. Da ist doch noch irgendwo einer. Du wirst hier natürlich gerutzelt. Rutzeln ist gut, habe ich gehört. So gefällt sie mir dann doch. Schrotflinte. Ja. So hat sie ja auch einen netten Bums drauf. Ach, das kommt schon. Ja. Aber das ist eigentlich nicht gedacht. Das ist komische. Grüne. Licht. Das sah gerade lustig aus. So. Weg ist es. Oh! Alter. Das war jetzt. Das war schäbig. Das sieht auch so, ne? Naja, eigentlich nicht. Das ist so ein Spiel, das muss man ja mal sagen. Oh, hab ich mich erschrocken. Dass da auch noch so ein großes Vieh gleich ist. Ah! So ein kleines, okay, aber so ein großes. Alter. Und dann dieses verfickte grüne Licht, ey. Ah! Da sieht man mal wieder, dass man so mit so ein bisschen Lichtquellen noch zusätzlich für einen Effekt nicht kann. Oh Gott, mein Puls. Das war nicht nett. Wenn das jetzt gleich nochmal passiert, ne? Ja, aber nicht ganz so schlimm. Mann. Arschkitzel. Noch was? Hier nur komisch. Das hört sich. Ah, okay. Klapp. Ist er weg? Sag mal. Ah, jetzt. Na? Ist er drüber hartnäckig? Spratz. Jetzt scheint sie nur noch da zu sein. Ist ein bisschen da. Nein! Na, komm! Nein! Ah. Ach, das ist blöd. Mist, dann wird das noch. Und Ozean, bitte. Mach mich da nicht. Haben, dass ich nicht genug Muni habe. Das ist wirklich noch ein großer Nachteil von der Waffe. Eindeutig. Naja.
So, ich würde jetzt auch mal sagen, jetzt sind wir mal am Ende der Folge. Haben schon wieder ein bisschen länger gemacht. Ja, ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. War ja ein bisschen ruhiger. Und ja, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Dead Space 3. Auf bald!